Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute die Lewandowski Prediction machen zu der SBC, die kommen wird zu der Bundesliga. Ich werde euch da alle 18 Teams zeigen, was ich mir da eingekauft habe und was ich euch empfehlen würde. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Erste Mannschaft ist der erste FC Köln. Was würde ich euch empfehlen, was ihr immer beachten müsst? Ich würde euch immer empfehlen, holt euch immer drei Innenverteidiger und am besten auch immer drei ZMs oder drei ZOMs, weil dann könnt ihr eigentlich jede Formation so umwandeln, weil es könnte ja sein, dass ihr drei Innenverteidiger braucht oder so, also dass ihr da, ihr seht, ich habe auch so 100 Chemie, obwohl ich hier ein RM habe, ihr seht, ich habe auch ein paar Erstbesitzer, aber das geht vollkommen klar, weil man braucht ja trotzdem nur 95 Chemie. Und sagen, wir fangen mal an, was ich bezahlt habe. 200 für ihn hier, könnt ihr euch natürlich auch Timo Horn holen, aber ich denke, der wird reichen, weil ich so viele Goldspieler von Köln habe. Und ihr seht, die kosten alle fast gar nichts. Modest weiß ich jetzt nicht, was der kostet. Den habe ich als untauschbares Objekt bekommen. Also den kann ich eh nicht verkaufen, deswegen. Und das wäre es hier mit dem ersten FC Köln schon gewesen. Ich denke, 75er Wertung wird man auch gar nicht brauchen. Ich denke, so 72 würde vollkommen reichen. Könnte natürlich sein, dass da vorkommt, baue nur 8 Deutsche ein, dann wird dieser Japaner und diese Serbien-Spieler, der hier ist von Slowenien oder so, dann werden die natürlich steigen. Hier haben wir auch noch einen wieder von ja, Serbien. Perfekt Link zu ihm hier, aber bringt halt nichts. Kann natürlich sein, dass man auch die Bronzespieler reingeben kann. Dann würde ich das natürlich machen, aber so kommen wir auf einen 75er mit dem auch. Also ist eigentlich egal, den Clemens hier müssen wir gar nicht abgeben. Kann man natürlich den noch reinmachen, geht auch nicht runter, also so kann man es natürlich dann auch abgeben, aber wenn wir den noch reingeben, okay, geht auch nicht runter, also so könnt ihr es euch so einkaufen. Wie gesagt, holt euch noch einen dritten Innenverteidiger, finde ich recht wichtig, weil wenn ihr da zu viele auf der falschen Position habt, kommt ihr nicht mal auf die volle Chemie. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team, das ist Bayern 04 Leverkusen. Ihr seht, da haben wir eine 77er Wertung, denke ich, wird auch vollkommen reichen. Ich schätze mal, dass man so maximal 74, 75 da brauchen wird. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Keeper an. Der wird sehr, sehr steigen, weil da gibt es nur ihn hier und Leno. Und Leno ist viel zu teuer, also der wird auf jeden Fall steigen. Hier Rechtsverteidiger Hilbert, Toprak habe ich eh mal für die 84er Change eingebaut. Ich denke auch nicht, dass man den braucht. Da könnt ihr euch auch einfach einen normalen anderen, könnt ihr auch Rechtsverteidiger reinstellen, passt dann auch. So, 400 für ihn hier, 350 für ihn hier, Erstbesitzer Tah, 750 für Wendell, auch vollkommen in Ordnung, Erstbesitzer Bellarabi, Campbell, Erstbesitzer, Erstbesitzer Canalulu, Brandt für 600, 200 für den hier und 400 für den hier. Könnt euch natürlich auch noch einen Kevin Volland holen, aber ich denke, das reicht so vollkommen aus. Wir haben da 10 Goldspieler, eine 77er Wertung wird vollkommen ausreichen. Wir gehen zum nächsten Team, das ist Borussia Mönchengladbach. Und da habe ich mir einfach mal den Sommer 83er geholt. Das gibt es natürlich auch den 84er. Kostet ein bisschen mehr. Ich würde sagen, aber der 83er reicht da komplett aus. 400 für Korb, 450 für ihn hier, 750 für Westergaard, 800 für ihn hier. Erstbesitzer Hermann, Kramer für 550. Den hier für 200, 350 für Schulz. Erstbesitzer und Trimmitsch für 450. Hier haben wir noch ein paar Auswechselspieler. Gehen wir auch noch schnell durch. Die habe ich auch fast alle so für Abstoß geholt, also holt euch da immer ein paar für die Bank, wie gesagt, gerade bei Gladbach oder so oder bei Leverkusen, da könnte ja auch sein, dass man da 4, 5 ZOMs braucht oder ZMs. Es gibt ja so Formationen, da braucht man 2 ZDMs und 3 ZOMs. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr da mindestens 2, 2, 3 habt. Ich könnte ja noch auch den Stürmer als MS da umformen, deswegen habe ich es sozusagen 4 Stück mit dem hier. Also passt das, gehen wir zum nächsten Team. Das ist Werder Bremen. Und da kommen wir nur auf eine 74er Wertung, aber die haben so wenig hochbewertete Spieler. Ich denke, da wird man 71, 72 wird da vollkommen reichen. Also 74 ist schon relativ hoch bei Bremen. Ihr seht, die kosten auch alle nichts. Auch fast jeder Spieler bei Abstoßpreis. Ja, paar als Erstbesitzer, gehen wir noch die auf die Bank durch. Die Ersatzspieler sozusagen. Da solche würde ich euch empfehlen, holt euch die. Da könnt ihr nichts falsch machen. Könnte ja sein, dass man noch mehr Glänzende braucht. Und deswegen, ja, mal für 200 kann man da sowieso nichts falsch machen. Könnt euch die natürlich auch für 150er bieten, wenn ihr es jetzt nicht so, wenn ihr nicht so viele Münzen habt. So, jetzt kommen wir zu Darmstadt 98. Das ist die Mannschaft, wo ich sage, die wird sich am meisten lohnen, da zu investieren. Und ihr seht, ich habe da 23 Spieler im Verein und die kosten alle noch nichts. Aber wenn diese Change kommt,
werden die sowas von hochgehen, weil ihr seht, da sind fast alle Non-Rare Silberspieler und Silberspieler werden generell so selten gezogen und dann noch Non-Rare, die werden noch seltener gezogen, also gerade Bronzespieler hier könnt ihr auch mitnehmen. Wie gesagt, ich habe fast jeden für Abstoß geholt. Ja, seht ihr, 400 ist hier schon der höchste für den Silber und 450 für die Glänzen, geht vollkommen noch in Ordnung. Würde ich euch empfehlen, holt euch die 4 Goldspieler, da gibt es glaube ich auch nicht mehr, also dürft ihr es vielleicht heller noch. Heller gibt es noch, den könnte man noch holen, oder aber der ist auf derselben Position wie Sam, deswegen ist es eigentlich egal. Ich denke, dass man da mit einem 68er Rating oder so sogar hinkommt, also 72er ist schon sehr, sehr hoch. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team. So. Und das ist der BVB. Da habe ich insgesamt nur 77er Wertung, wird auch wieder vollkommen reichen. Aber Weidenfeller im Tor, ich könnte euch auch einen Bürki holen, aber ich denke, der reicht vollkommen. Ginter, Subotic für 400, Batra als Erstbesitzer, den hier für 300, Dembele für 1,3, Kagawa als Erstbesitzer, Sahin als Erstbesitzer, 1,3 für Schürrle, 600 für Ramos und 700 für Rode. Ihr seht auch, wir kommen auf volle Chemie, obwohl wir Rode im Sturm haben. Könnt dann natürlich auch einen Weigl in den Sturm stellen, ist dasselbe. Also, weil Stürmer kann ja sein, dass man zwei braucht. Und Dortmund hat natürlich jetzt nicht so viele Stürmer. Deswegen würde ich sagen, das wäre es auch im BVB gewesen. Könnt natürlich auch den Pulisic da auf rechts holen. Ich weiß aber gerade gar nicht, was der kostet. Könnte natürlich sein, dass der ein bisschen teurer ist. Aber wenn man natürlich nur 75 braucht, gebe ich die hochbewerteten nicht ab. Gehe ich ein bisschen runter, gebe ich auch den Rechtsverteidiger hier ab. Und dann werde ich das einfach so umstellen. So, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. So, Freunde, wir kommen zu Augsburg. Da seht ihr, haben wir eine 75er erreicht. Mir ist auch aufgefallen, die Bank hier zieht das Rating da rechts ganz schön runter. Ich zeige das euch gleich mal bei Bayern, wie das dann aussieht, wenn man das Rating nicht runterzieht. Wir fangen an, was ich mir gekauft habe. Also wenn ihr hier die Bank wegmacht, kommt ihr vorneweg auf eine 77. Bei Augsburg wird vorneweg so 73 bis 75 locker reichen. Gehen einfach mal durch, was ich bezahlt habe. Wieder fast alle für Abstoßpreis geholt. Ein paar Erstbesitzer sind natürlich auch wieder am Start. Ihr seht aber sehr, sehr viele auch für 200 einfach geholt. 450, ja. Ist vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen zu der nächsten Mannschaft. Das ist der FC Bayern. Und hier seht ihr, komme ich auf ein 85er Rating. Und jetzt erkläre ich euch, was ich da eben gemeint habe. Ihr seht, also so könntet ihr das absenden. Ich schätze mal bei Bayern, dass man da kein 85er Rating braucht. Ich schätze eher so 83er, 82, 83er, vielleicht 84er. Weiß ich noch nicht, ob sie das machen können. Vielleicht wollen sie auch einen Inform. Kann ja sein. Da würde ich dann Martinez, den habe ich mir geholt. Den würde ich euch empfehlen, holt ihr den noch. Weil der ist am billigsten von den Bayern. Kostet 28.000. Und jetzt zeige ich euch, wie das die Bank runterzieht. Seht ihr, jetzt sind wir schon bei 84. Wenn wir die alle drüber haben auf der Seite, zieht es das locker 2-3 Punkte runter. Nochmal ein Punkt weg. Weil das sind natürlich schlechte Spieler. Schlechtere, die wir im Team sind. So, und Sanchez noch. Und deswegen sind meine Teams eher besser wie die Wertung, wo das steht. Wenn die auf der Bank sitzen. Ich zeige es euch nur, was ich für die hier bezahlt habe. Also deswegen sitzen die da. Ihr seht nochmal, was ich für die ganzen Spieler hier bezahlt habe. Die sind jetzt auch nicht ganz so billig, die Bayern-Spieler. Aber ich denke schon, dass man so, na, 83, 84er sollte man mit rechnen. Inform habe ich mal geholt. Das kostet jetzt nicht viel, 30.000, ist vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Team. Das ist Ingolstadt. Und da sind schon die Außenverteidiger sehr, sehr teuer. Ihr seht, ich habe da zwei Linksverteidiger drin. Und die kosten beide schon 4.000 Münzen. Könnte natürlich sein, wenn das kommt, dass die beide bei 10.000 sind. Dann will ich einen verkaufen und einfach einen Innenverteidiger, wenn man ein 70er Rating, wenn das reicht. Aber hier ist auch wieder, ihr seht, das sind nur Bronzespieler auf der Bank, die ziehen das Rating auch locker nochmal um 3 Punkte runter. Ich zeige euch jetzt, was ich bezahlt habe, 150. Und das waren die Auswechselspieler. Erstbesitzer für ihn hier, 200, 450, 850, 500. Also da sind die Silberspieler schon ein bisschen teurer, 800 für ihn hier, 250, Erstbesitzer 200. Also 200, die Bronzespieler, 200 für ihn hier, 500 für ihn hier. Können wir mal schauen, den habe ich ungefähr, ja, schon ein bisschen länger im Verein. Der kostet jetzt schon vorneweg 4-5k, ihr seht hier, 4000 ungefähr. Also unter 4000 war da jetzt keiner drauf. Ihr seht, viele bieten die auch schon für 10k an, also 3,8 war jetzt der billigste. Hätte ich schon 3000 Münzen Gewinn gemacht.
Die sind in Ordnung. Also geht so klar. Über 70, denke ich, wird Ingolstadt nicht sein. So 70. So, wir kommen zu Frankfurt. Da haben wir auch wieder sehr, sehr viele Spieler. Ihr seht, Erstbesitzer. Rechtsverteidiger. Ihr könnt auch natürlich Chandler holen, keine Frage. Erstbesitzer ihn hier, 400. 450, Erstbesitzer, 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 450, 150, 200, wenn ihr nicht viel habt, erbietet euch die einfach 150. Ihr seht, die kosten jetzt auch nicht wirklich so viel, also die Frankfurter gehen auch vollkommen noch klar. Geht zum HSV. Ihr seht, da sind wir wieder auf dem 77er Rating. Wenn ich die Bronzespieler wieder reinpacke, geht es wieder runter. Deswegen. Aber da wird, ich schätze mal, so, wenn man da so 74, 75 hat, wird er vollkommen reichen, wenn man beim HSV da so viel hat. Gehen wir durch. Adler, den hier 150, 350, Erstbesitzer 300, 450. Also, ihr seht, ich habe da fast jeden für Abstoß geholt. 700 für Ostrzolek, das ist aber auch ein sehr, sehr guter Preis für den, weil der sonst deutlich teurer ist. Also, der kostet, glaube ich, schon 2K oder so. Oder noch mehr. 7000 ist der billigste. Ja, hier sind welche für 2000. Okay, der ist doch noch bei 2000. Ja, für 7K hätte ich den auch verkauft. So, wir gehen zum nächsten Team. So, nächste Team ist VfL Wolfsburg. Schauen wir mal, was wir da haben. Ihr seht, dass wir beim 79er Rating, wie gesagt, wird auch vollkommen reichen. Gehen wir gerade durch, was ich bezahlt habe. Auch sehr, sehr viele Erstbesitzer hier wieder dabei. Ich schätze mal, da braucht man so 75 bis 77. Wolfsburg wird jetzt nicht, dass man da einen 80er oder so braucht, denke ich jetzt nicht, weil da haben sie einfach nicht die Spieler dafür. Sieht man hier. Ich habe schon drei gut bewertete drin mit Dida, wie Gustavo und Gomez. Also, denke ich, klappt so. Kann man natürlich auch den 83er Gustavo holen, aber der hatte ich jetzt im Verein. Deswegen habe ich den jetzt reingeklatscht, wird vollkommen reichen. Holt euch einfach den billigsten fertig. Nächstes Team ist Schalke 04 und da sind wir auch beim 78er Rating, ist vollkommen in Ordnung, haben wir Höwe das drin, den können wir noch austauschen gegen Bartstuber, machen wir auch, weil das bringt nichts am Rating. So, ihr seht, wir sind auch hier beim 78er Rating, wenn die schlechteren Spieler hier weg sind, sind wir auch bestimmt bei 79 oder 80, würde ich mal schätzen. Gehen gerade mal durch, was ich bezahlt habe und für Schalke wird man jetzt nicht so viel brauchen, ich schätze mal so 77er dürfte so um den Dreh sein, so 77er maximal. 75 bis 77 würde ich bei Schalke schätzen. So, nächstes Team ist der SC Freiburg. Da würde ich so schätzen, so 69 bis 70. Ihr seht, ich bin bei 71, würde auf 73 kommen, wenn ich die Bank hier weghauen würde. Gehen wir gerade mal durch. Die sind auch alle noch recht günstig. Also, da könnt ihr noch zuschlagen. Seht, sehr, sehr viele für 200. Pedersen für 400 ist halt ein Goldspieler. Grifo und Pedersen würde ich euch empfehlen zu holen. Philipp 74er auch nicht schlecht, der Mann da. Habe ich mir da jetzt einfach hingestellt, weil der Linksverteidiger schon viel zu teuer war. Deswegen würde ich euch empfehlen, baut euch so eine Mannschaft einfach. Setzt beim Linksverteidiger irgendeinen hin. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nur den bekommt, könnt ihr den natürlich auch hinsetzen. Ist völlig egal. Einen könnt ihr da hinsetzen, wie ihr wollt. Der Rest kommt auf volle Chemie. Da passt das, ihr seht. Die kommen auch so auf 10 Chemie ohne Loyalität, weil sie da perfekt links haben. Zwei grüne links kriegen sie immer 10 Chemie. Außer der hier, weil er halt nicht auf der passenden Position spielt. Würde ich die noch umformen, würden die auch beiden auch noch 10 bekommen. Also vollkommen in Ordnung. Gehen wir zum nächsten Team über. Das ist die TSG Hoffenheim. Ihr seht, jetzt sind wir beim 76er Rating. Wird vollkommen reichen. So maximal 77. Mehr würde ich da auch nicht schätzen. So 75 bis 77 würde ich das Team auch wieder einschätzen. Gehen wir gerade durch. Da gibt es auch sehr, sehr viele für. Ein Schnapperpreis, also 350, 400 kosten viele Goldspieler da, können da noch einkaufen. Die werden auch deutlich steigen, wenn diese Challenge kommt. So, ihr könnt auch reinschreiben, ob ihr die nächsten Challenge. Ich werde ja auch für die Saudi-Arabische Liga einkaufen und alle anderen Ligen. Wenn ihr das auch noch mal sehen wollt, schreibt es gerne rein, lasst einen Daumen hoch da, wäre sehr, sehr nice. Wir kommen zum nächsten Team, RB Leipzig. So, gehen wir auch schnell durch. So, schaut. Könnt ihr sehen, was ich mir gekauft habe? Das 72er Rating wird vollkommen reichen. Schätzt eher, dass man 70er Rating braucht bei denen. Gehen wir zum nächsten Team. So, nächstes Team ist Mainz 05.
75er Rating wieder. Wenn wir alles von der Bank weghauen, sind wir bei 77, 78. Hier schätze ich auch so 73 bis 76, dass man so das Team so braucht. Ihr seht, auch hier gibt es wieder sehr, sehr viele billige Spieler. Müsst natürlich schauen. Kann natürlich sein, dass jetzt einer schon gestiegen ist. Und wenn ihr da seht, es gibt zum Beispiel jetzt einen anderen sechs linken Mittelfeldspieler. Wenn ich jetzt hier den zeige, müsst ihr nicht den holen. Der wird jetzt noch vom Preis her passen. Tausender ist in Ordnung. Aber ihr könnt da jeden anderen holen. Ich sag mal, ihr bekommt jetzt ein RM, dann stellt ihr da ein RM hin. Und könnt dann auf die linke Mittelfeldspielerposition ein ZM stellen. Es wird immer noch reichen, weil man braucht hier noch 95 Chemie, ihr seht. So könnte man das dann machen und einfach austauschen. Hier, das ist egal, ob man den oder den nimmt, nimmt man natürlich den Silberspieler. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team. So, das ist auch schon das letzte Team. Das ist die Hertha. Ihr seht, hier sind wir beim 77er Rating. Wird vollkommen reichen. 73 bis 75 schätze ich hier auch wieder. Gehen wir mal durch. Auch hier hatte ich wieder sehr, sehr viele Erstbesitzer. Weiser mal für 1000 Münzen gekauft. Okay. Der ist aber schon etwas länger im Verein dann. Wusste ich gar nicht, dass der so teuer war damals. Ibisevic, Erstbesitzer. Rest alles Erstbesitzer. Brooks, Erstbesitzer. Also da habe ich fast jeden Erstbesitzer. Dann sind wir noch bei 76. Da müsst ihr halt noch einen Stürmer holen. Wen gibt es denn da noch? Kalou. Holt ihr einfach einen Kalou und dann passt es. Und dann könnt ihr hier noch einen hinstellen, den ihr wollt. Vielleicht reicht ja Kurt auch. Ja, Kurt reicht auch. Holt euch einfach einen Kurt. Ihr seht, das macht am Rating nichts aus. Ich würde sagen, wir sind durch. Das wäre es gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ciao, ciao. Bis die Tage.